Vorteil beim U-Shift-Konzept ist es, dass wir diese Modularisierung zwischen Driveboard und unterschiedlichen Kapseln haben. Hierbei ist dann der Ansatz, dass wir das Driveboard mit möglichst viel Technik ja versehen haben und dieses auch zu 24 Stunden versuchen auszulasten und wir dann für die jeweiligen Anwendungsbeispiele unsere Cargo-Kapsel oder unsere Personenkapsel aufnehmen können. An der Front, an den Seiten unterschiedliche Sensoren fürs automatisierte Fahren. Wir haben rein elektrischen Antriebsstrang. Die Batterie befindet sich hier vorne in dem Vorderwagen. Wir haben dann zwei Elektromotoren als In-Wheel-Motoren im Moment auf der Hinterachse bei den Prototypen verbaut. Wir können mit Hilfe des Fahrwerks nachher das Fahrzeug anheben, um die unterschiedlichen Kapseln aufzunehmen. Die Kapselaufnahme ist so, dass wir an der Kapsel vorne Führungsschienen haben, die dann in die Schienen, die am Driveboard angebracht sind, einfädeln und als nächstes, wenn wir eingefädelt sind, das ganze System dann angehoben werden kann. Umgesetzt haben wir in der ersten Phase in U-Shift eine Personenkapsel für den öffentlichen Personennahverkehr, in der wir 7 Sitzplätze haben, einen Rollstuhlfahrerplatz und einen Stehplatz. Die Idee ist, dass wir mit dem U-Shift-Konzept in unterschiedliche Konzepte reingehen, beispielsweise ein On-Demand-System, bei dem wir das Fahrzeug wie einen Rufbus konfigurieren und wenn Sie das Fahrzeug gebucht haben, dann von A nach B transportiert. Ein weiterer Einsatz des U-Shift-Konzeptes ist es, dass wir öffentliche Personennahverkehrlinien ergänzen und wir hier mit unserer Personenkapsel mitfahren. Wir haben dann noch weitere Kapselmöglichkeiten, zum Beispiel unsere Cargo-Kapsel. Die Cargo-Kapsel ist so ausgelegt, dass wir Platz für 4-Euro-Paletten haben. Hierbei ist es auch möglich, Gitterrollwegen einzusetzen oder kleine Bäckerrollwegen. Es ist dann aber möglich, sich unterschiedlichste Kapseln aufzubauen, beispielsweise eine Müllkapsel, beispielsweise eine Zustellkapsel oder eine Postbox-Kapsel. Die Mobilitätsvision mit dem U-Shift führt dazu, dass wir einen geräuscharmeren Verkehr haben, dass wir weniger Verkehre induzieren, weil wir Verkehre zusammenlegen, sowohl von Personen- wie auch Cargo-Systemen.